Kürzlich wurde das neue hochmoderne Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr in Pressbaum feierlich eröffnet. Kombiniert wurden die Feierlichkeiten mit einem Blaulichttag für die ganze Familie. Die Freiwillige Feuerwehr Pressbaum hat ein neues Zuhause. Nachdem die alte Unterkunft den heutigen Standards nicht mehr gerecht wurde, musste eine Lösung gefunden werden. Schon im Jahr 2015 wurden von der ASFINAG Grundstücke erworben. Nach einigen Rückschlägen sind Ende Februar 2022 dann die Bagger aufgefahren und nach 10 Monaten Bauzeit konnte das neue Gebäude fertiggestellt werden. Es hat mehrere Jahre gedauert, weil wir hier auf diesem Grundstück, nachdem wir es erworben haben, auch ein Altbestand da war und viele Überlegungen waren, diesen Altbestand mit einer Fahrzeughalle zu verbinden. Und es hat sich dann eine Arbeitsgruppe gebildet aus Vertretern der Feuerwehr und der Verwaltung sowie der Politik. Und schlussendlich ist das herausgekommen, was wir hier jetzt haben. Und da kann ich sagen, dass alle wirklich sehr, sehr glücklich sind, dass es so geworden ist. Es ist ein richtungsweisendes Projekt für die nächsten Jahrzehnte. Wir sind sehr froh, dass wir das neue Feuerwehrhaus bezogen haben, weil das alte einfach zu klein war. Wir sind aus allen Nähten geplatzt, wie man sagt. Und wir sind froh, dass wir ein neues, schönes Feuerwehrhaus haben, wo es unsere Anforderungen auch entspricht. Ja, es ist für die Feuerwehr aus Pressbaum so gewesen, dass das alte Haus einfach nicht mehr zeitgemäß war. Wir konnten im Feuerwehrhaus nicht einmal die Fahrzeuge besteigen. Wir mussten zuerst auf die Bundesstraße fahren. War natürlich einsatztaktisch alles sehr, sehr schwierig. Wir waren schon sehr eng. Und wenn man sich nicht gescheit umziehen kann, vernünftig, dann wird das sehr schwierig und macht auch uns Einsatzkräften nicht sehr viel Spaß dann. Wir wollen ja helfen, wir sind ja alle da zum Helfen. Und wenn man sich dann nicht anziehen kann, nicht umziehen kann, dann macht es keinen Spaß, ja, kann man sagen. Die Leute sind also auch wieder begeistert da. Und wir haben jetzt nach der Pandemie auch wieder einen starken Zulauf der Jugendlichen, sodass wir also heute auch sagen können, die Jugend ist mit dabei. Wir haben also derzeit 24 Buben und Mädchen, die also gerade momentan am Wissenstest unterwegs sind. Die Feuerwehr in Pressbaum kann bereits auf eine lange Geschichte zurückblicken. Seit der Gründung 1874 gab es so manche Heimstätten. Der erste Standort vom Feuerwehrhaus ist jetzt, wo das alte dort steht, hat aber ganz klein begonnen. Neben dem damaligen Friedhof wurde zuerst einmal ein Stadl errichtet, dann in späterer Folge ein Turm. Der Friedhof wurde aufgelassen, hat man das Gebäude erweitert, dann irgendwann wird abgerissen, ein neues Gebäude hingebaut, dann und so ist es schon langsam immer weitergegangen. Nach mehr als 150 Jahren sind wir von dem einen Standort jetzt hier übersiedelt, liegt sehr zentral, sind gleich die Autobahnabfahrt auch dann. Wir können also alle Ortsteile sehr rasch erreichen hier und ich denke, dass für die nächsten 150 Jahre das ein sehr zukunftsreicher Standort ist, wo die Feuerwehr Pressbaum ihre Aufgaben entsprechend erfüllen kann. In Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner wohnte Nationalrat Friedrich Ofenauer der Eröffnungsfeier bei. Gemeinsam mit Bürgermeister Josef Schmiedl-Haberleitner ehrte er Florianis für ihre Verdienste. Man muss wirklich sagen, dass die Ehrenamtlichen und die Freiwilligen und gerade die Freiwilligen Feuerwehren eine Säule in der Sicherheitsarchitektur in unserem Bundesland Niederösterreich sind. Das ist bei weitem nicht selbstverständlich. Man glaubt zwar immer, dass es selbstverständlich ist, weil wenn man den Notruf wählt, dann kommt jemand, der Hilfe leistet. Und gerade unsere Florianis gehen für die Mitmenschen sprichwörtlich durchs Feuer. Dafür muss man ihnen ein herzliches Dankeschön sagen. Aber auch all denjenigen, die das im Hintergrund ermöglichen. Das sind die Familien, das sind die Frauen, die Männer, die Kinder, die das auch unterstützen und mittragen. Das gibt es in anderen Ländern nicht und auf das kann Österreich sehr stolz sein, dass wir auf diese Ehrenamtlichen zurückgreifen können. Und unseren Respekt, den bringen wir dann immer zum Ausdruck in Form von Ehrungen, so wie wir das heute auch gemacht haben, dass man nicht nur mit Worten ehrt, sondern auch mit sichtbaren Auszeichnungen. Und heute sind die Personen, die besonders aktiv waren beim Feuerwehrbau, bei der Ausstattung des Feuerwehrhauses besonders geehrt worden. Neben dem offiziellen Festakt zur Eröffnung des neuen Feuerwehrhauses gab es auch noch ein Rahmenprogramm für die zahlreichen Gäste. Vor dem Gebäude fand ein Übungseinsatz der Feuerwehr statt und beim anschließenden Blaulichttag konnten die Besucherinnen und Besucher Rettung, Polizei und Zivilschutzverband näher kennenlernen. Besonders beliebt bei den Kindern waren natürlich der Polizeihubschrauber und die Oldtimer-Fahrzeuge der Feuerwehr.